Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen weiteren Teil der X-Faktor YouTube-Kacke Schock-TV-Serie. Was? Und zwar, heute ist der 12. Teil schon dran, denn auf den 8. Teil haben wir vor längerer Zeit schon reagiert. 19 und 11 haben wir auch schon reagiert, die wurden ja alle gereworked. Also, die sind alle schon drin, ich versuche euch die überall irgendwo zu verlinken. Auf jeden Fall in diesem Video. Deswegen reagieren wir heute auf der verfluchte Kackstuhl, X-Faktor, das fassbare 12. Ich bin sehr gespannt, YouTube-Kacke von Schock-TV, immer, immer pures Gold. Ich habe Stefan dabei, wir gehen rein, let's go. X-Faktor, das oh Mann, ey. Wir leben in einer Scheißwelt. hatte Schock-TV irgendwie einen Mental Breakdown oder so, als er das geschnitten hat? Holy shit, Bro, wenn da irgendwas ist, ne? Ey, hit me up. Manchmal ist Wahrheit von Wahrheit nicht weit entfernt. Ja, gut, um sich check. Ein Bild zu machen, muss man sich ein Bild machen. Louis Wolski ist von Kindesbeinen an Louis Wolski gewesen und beraubte mit vor. Ey, geht das jetzt die ganze Folge mit solchen Jokes? Holy shit, ich kann das nicht. Ich hoffe einfach. Oh Mann. Ich bliebe dem Unbedarften die Getränkedose. Ich war fast mein ganzes Leben lang 10 Jahre alt. Mein Onkel Willy hat mir sogar meinen Spitznamen verpasst. Louis der Ficker. Wie an jeder. Ich dachte kurz, irgendwie er nimmt Bezug auf, dass er das ganze Leben 10 Jahre alt war, aber... Louis der Ficker, Digga. Weiß auch nicht. Übt okay. Sich, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Am Samstagnachmittag war in der Bar viel los. 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 Ja, cool. Natürlich musste ich auf der Hut sein. Ich war schon zweimal lebenslänglich und könnte vorbestraft kriegen, falls ich wieder erwischt würde. Oh Mann, ey. Ach, Digga, come on. Der Arme. Im Ernst, ich hab gewonnen. 4 Eier, Leute. Eier. Was? Was? Aber warum denn jetzt zum Beispiel, hä? Warum hat er jetzt 4-mal in die Eier bekommen? Ist das der Gewinn tatsächlich? Na gut. Ich dachte, er kriegt diese 4 hart gekochten Eier, diese angemalten aus dem Supermarkt. Die sind auch wirklich ganz, ganz gefährlich. Ich glaub das. Du behauptest, der Schein bringt uns $4? Oh, shit. Könnten wir auch in die Karibik fahren? Nein. Digga, also, wer sagt's ihr? Wer so vom Ding? Also, Digga, ja, das spawnt einfach immer eine neue. Holy shit, Alter. Er ist aber was auf der Spur. Das Video unendliche Wasserquelle in Minecraft. Holy shit. 6,5 Stunden später. Mein Dick war verschwunden. Hat ihn mal wieder verlegt. Oh mein Gott. Ja, das passiert mir auch, Digga. Er verlegt ihn einfach. Ich hab manchmal hab ich ein Glas Milch verlegt. Ach, egal. Manchmal nehme ich ihn ab und dann, das ist wie bei IA, weißt du? da verlege ich ihn einfach, holy shit. Wie kam Louis Brieftasche wieder zurück in den verlorenen Lottoschein? Vielleicht wurde er von seiner Freundin gefickt. Meine Lieblingsworte sind Buenos Dias, Spanisch für halt die Fresse. Halt's Maul! Ja! Oh mein Gott, geil! Digga, Alter, hier nochmal Bezug genommen auf die 7. Folge? Ich glaube, die 7. Folge war das, ja? Ich glaube, die 7. war es, ja. Oh Mann, Alter, Buenos Dias, das sag ich auch immer sehr gerne. Ich liebe auch Buenos Notche zu sagen. Das ist halt die Fresse, du Nutten. Ach, egal. Toll! Glauben Sie an die Macht eines Flululuches? Die sind Steiner. Oh. Und hier. Also die letzten Proportionen waren auch wild, Digga. Jonathan Frakes, der brutale Pumper, auf einmal gewesen. Hier haben wir diesen ungewöhnlichen Stuhl. Lul. Er war eigentlich gedacht, um die Menschen vor Luft zu schützen. Der großindustrielle Leichtsinn ist so großindustrielle George Talbot III. Verbrachte seine Zeit damit, seine Zeit zu verbringen. Okay. Ey, aber fühle ich. Finde ich gut. Das musst du ja machen, oder? Also, ehrliche Meinung, das fand ich war einer der besten. Ja. Holy shit. Der ist wirklich geil. Der ist wirklich gut. George Talbot war hiermit der neue Eigentümer des Kackstuhls. Ich hoffte nur, er würde ihm Unglück bringen. Er passt wirklich ganz hervorragend in Ihre Sammlung. Ja, in der Tat. Sie werden doch nicht da reinkacken, oder? Wieso nicht? Ansonsten hätte ich ihn ja wohl kaum gekauft, nicht wahr? Ja.
Also ich glaube, also der Mann mag einen tollen Geschmack haben, was Stühle angeht, aber der muss auf jeden Fall was an seiner Ernährung tun. Ich wollte gerade sagen, aber er muss was gegen seinen Stuhl machen. Das wäre also okay, checke. Also da muss auf jeden Fall was getan werden bei der Ernährung. Das hört sich nicht so gesund an. Am nächsten Tag war ich zwar anwesend, aber man hat mir später nicht erzählt, was geschah. Dieser Stuhl ist eigentlich nicht für dich gedacht, Jenny. Ich wollte nur wissen, wie es sich anfühlt. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Oh mein Gott. Man kann sagen, und dann noch der Stuhl, Alter. Oh Mann. Junge, Alter, Danny Burnage, Mann, und seine... Ey, das war wirklich so geil. Aber wie war das doch mit diesem Batman-Spinner, der... Oh mein Gott, das ist so ein witziges Video. Holy shit. Schaut euch das mal an, ohne Witz. Wer es noch nicht kennt, Danny Burnage... Fidget Spinner Review. Übergeil. Batman Spischer, Alter. Es verging eine weitere Woche im Hause der Talbots und dann klingelte das Telefon. Hallo? Mittel, Leute. Ach, Mann. Junge, dieser Skype-Sound. Das war doch Skype, oder? Das war Skype. Alte ich dachte gerade kurz, das ist ICQ, aber nein, das ist Skype. Ich musste auch kurz an ICQ denken, aber ich glaube, das ist alter Skype-Sound gewesen. Ja. Ist diese Geschichte wahr? Aber... Schauen wir doch noch einmal zurück, um herauszufinden, welche unserer Storys auf Tatsachen beruhen. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Und welche wir erfunden haben. Sie werden doch nicht da reinkacken, oder? Wieso nicht? Wenn Sie dachten, dass wir das erfunden haben, dann... Ja, hä? Wie, was dann? Was dann? Jonathan? Also das finde ich jetzt nicht gut. Ich glaub das. Du behauptest, der Schein bringt uns $4? Wenn Sie dachten, das wäre zu simpel, um tatsächlich passiert zu sein, haben Sie sich geirrt. Sie ist erfunden. Okay. Dear Johnson Franks. Oh Mann, ey. Ich lieb's. Ich lieb das Auto. Oh mein Gott! Also ich hab das Video gerade aus Versehen nochmal neu gestartet. Also das Scheiße gehörte eigentlich nicht mehr mit zum Outro, aber no joke, es hätte so gut gepasst. Oh mein Gott, jetzt starte ich kurz, ey. Ich habe aber meinen eigenen Endclimits gemacht. Ja, also sehr geiles Video von StockTV. Schaut auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei. Lasst dann Liebe da. Würde mich sehr freuen, würde ihn sehr freuen. Ich habe euch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch die anderen Folgen nochmal euch gerne an, wenn ihr da den ganzen Kontext haben wollt. Ihr wisst, es ist eine durchgängige Geschichte. Die muss man auch zusammen erzählen und sich zusammen anschauen. Deswegen machen wir das Ganze hier. Deswegen machen wir den ganzen Spaß, oder was? Und ja, lasst mir auch gerne einen Like, ein Abonnement und einen Kommentar da, wenn euch das Video gefallen hat. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mir neue Vorschläge in die Kommentare. Nicht vergessen. Dankeschön. Ciao.